Ja, hallo ihr lieben Herzensmenschen. Herzlich willkommen wieder hier auf meinem YouTube-Kanal Ariana, die Elfenflüsterin. Schön, dass du wieder reinschaust. Ja, ich bin Manuela Ariana, elfenbeauftragte Baumhüterin. Die Bäume flüstern mit mir und die Elfen sprechen zu mir. Ja, und ich habe dich heute hier wieder mitgenommen in mein Elfenreich, weil ich bin schon so oft gefragt worden, was ist denn der Unterschied zwischen Feen und Elfen? Gibt es da überhaupt welche? Wie unterscheiden sie sich? Wie erkennst du das? Ja, und darüber möchte ich euch heute mal etwas mehr wissen lassen. Ja, und wenn dich das jetzt nur neugierig gemacht hat, dann bleib dran. Nach einem kurzen Intro geht es für dich los. Schenk mir gerne einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, damit du meine Videos auch zukünftig nicht mehr verpasst. Ja, und ganz besonders freue ich mich natürlich auch über all eure Kommentare und Fragen hier unter meinem Video. Ja, heute geht es einfach mal um die Unterschiede zwischen Feen und Elfen. Und einer dieser Unterschiede ist zum Beispiel, wir befinden uns ja jetzt in der Winterzeit. Und Winterzeit mögen diese zarten, sanften Elfenwesen überhaupt nicht. Und so wirst du ihre Präsenz in der Winterzeit hier im Wald am wenigsten wahrnehmen können. Sie gehören dem Luftelement an, wohingegen die Feen dem Erd- und Luftelement angehören. Und da liegt schon mal ein großer Unterschied. Alle Naturwesen, die dem Erdelement angehören, ihre Präsenz kannst du das ganze Jahr über in der Natur wahrnehmen. Und sie zeigen sich dir zu den unterschiedlichen Jahreszeiten mehr oder weniger, wohingegen jetzt gerade im Winter natürlich, kurz vor Weihnachten, die Zeit der Zwerge und Wichtel ganz besonders stark aktiv hier im Naturreich ausgeprägt ist. Die Wichtel und Zwerge lieben Weihnachten und es ist ihre Zeit und da sind sie so präsent und aktiv in der Natur unterwegs und sie lieben es, wenn du pfeifend und singend zwischen den Bäumen im Naturreich entlang schlenderst. Ja, aber darum geht es ja jetzt heute mal nicht. Heute soll es ja mal ausschließlich um die Elfen und die Feen gehen. Ja, die Feen, im Gegensatz zu den Elfen, wie ich schon sagte, sind auch in der Winterzeit präsent. Und das liegt daran, dass sie auch dem Erdelement angehören und im Vergleich zu den Elfen auch wesentlich größer sind. Und dementsprechend hast du die Möglichkeit, auch jetzt um diese Jahreszeit einer Fee begegnen zu können. Feen wohnen auch gerne in Bäumen. Es gibt Bäume sozusagen, die bewohnt sind von diesen Wesen, sogenannte kleine Feentürchen, die du dann an den Bäumen vorfinden kannst. Und da gehen wir jetzt mal auf Spurensuche, um mal so ein Feentürchen hier zu finden. Das will ich euch mal zeigen. Einer der Unterschiede zwischen Feen und Elfen ist schon mal, dass die Elfen wesentlich kleiner sind als eine Fee. Feen können gar Menschen groß werden sogar und die Elfen sind wesentlich kleiner. Dann gibt es natürlich, wie ich eben schon sagte, bewohnte Bäume von Feen, aber auch Elfen wohnen in Bäumen, jedoch mehr unterirdisch. Und gerade um diese Jahreszeit im Winter kannst du Behausungen von Naturwesen ganz besonders gut erkennen. Schaut mal hier, diese kleine Elfentreppe. Ja.
Wer Elfen und Feen begegnen möchte, der muss sich schon auf eine Reise ins Ungewisse begeben. Und da wirst du aufgefordert, einmal über den Rand der Realität hinaus zu blicken. Lassen Sie dich wissen. Elfen im Vergleich zu Feen sind besonders hochschwingend. Sie gehören zu den lichtvollen Wesen und als Lichtelfen sind sie von all den Lebenden hier auf unserem Planeten Erde den Engeln sogar direkt unterstellt und arbeiten im Auftrag der Engel. Elfen leben an unterschiedlichsten Orten und man unterscheidet sie auch je nach Ort in ihrer Art. Vor allen Dingen leben sie eher sehr zurückgezogen, an Orten, an denen nicht so viele Menschen täglich vorbeikommen. Dort, wo massig Efeu und Farn wächst, kannst du dir sicher sein, dass Elfen dort anzutreffen sind. Auch helfen sie uns Menschen beim Erblühen und Gedeihen unserer eigenen Blumen und Pflanzen im Garten. So kann es durchaus möglich sein, dass auch Elfen bei dir im Garten Einzug nehmen. Elfen lieben es, ihre Behausungen in besonders stark uralten Bäumen mit moosbedeckten Wurzeln sich einzurichten. Und da diese feingliedrigen Wesen die Kälte überhaupt nicht mögen, sind sie im Winter in einem sogenannten Winterschlaf und mit Beginn des Frühlings werden sie wieder mehr an die Oberfläche kommen. Feen hingegen, die ja dem Erdelement angehören, wesentlich größer sind als die Elfen, leben auch in Bäumen und im Vergleich zu den Elfen nicht unter den Baumwurzeln sowie auch andere Naturwesen gerne unter den Baumwurzeln ihre Behausungen haben, wie Zwerge, Kobolde, Trolle, haben die Feen ihre Behausungen im Baumstamm und du kannst das durch die sogenannten Feentüren an den Bäumen gut erkennen. Dieses sind in Augenhöhe und sogar extrem etwas größer. Wohingegen die Fee in der Tat einen Zauberstab hat, verfügen Elfen auch über Zauberkräfte, sie haben aber dazu keinen Zauberstab vonnöten. Nicht nur in der Größe unterscheiden sich Feen und Elfen, sondern auch noch ein weiteres Merkmal sind die Ohren. Wohingegen Elfen in der Tat Flügel haben, muss das bei einer Fee nicht zwingend so sein. Auch wenn Feen häufig mit Flügeln dargestellt werden, benötigen sie diese ja nicht, da sie ja dem Erdelement angehören. Feen sind heitere, wunderschöne Geschöpfe, die es lieben zu tanzen, ebenso wie die Elfen, wobei die Elfen dabei eher mehr durch ihre Flügel schwebend in den Lüften tanzen und die Feen tatsächlich auf Mutter Erde. Und so kannst du manchmal an Stellen im Wald kreisförmige Pilzansammlungen vielleicht vorfinden, die aus dem Boden sprießen. Das sind sogenannte Feenringe, also Orte, an denen die Feen getanzt haben. Der lässt im Vergleich zu den Elfen in der Tat Spuren im Wald. Es gibt also unterschiedliche Merkmale und Eigenschaften zwischen Feen und Elfen. Aber dennoch sind sie uns Menschen wohlgesonnen, liebevoll und heißen uns herzlich willkommen in der Natur, wenn sie auch manchmal gerne ein bisschen Schabernack treiben und uns necken wollen und sich auf diese Art und Weise auch aufmerksam machen möchten. Ja, und dir sagen wollen, hallo, ich bin da. Ich sehe dich. Schau dich doch mal um, ob du mich in irgendeiner Art auch wahrnehmen kannst.
Elfen sind nämlich im Vergleich zu den Feen vom Charakter her mehr wie Kinder. Verspielt, voller Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Ja, und so hoffe ich, dass ich euch jetzt hier mit diesem Video ein wenig inspirieren konnte und ihr bei eurem nächsten Waldspaziergang, vielleicht auch mit euren Kindern, ein wenig achtsamer durch die Natur schlendert und einmal auf solche Pilzansammlungen, auf Feenringe achtet. Ja, oder einfach auch mal das eine oder andere Feentürchen an einem Baum entdecken könnt. Ja, Herzensgrüße und ganz viel Glitzerfunken für dich aus dem Elfen- und Feenreich. Und hinterlass mir gerne einen Daumen hoch hinter meinem Video, schreib mir deine Fragen und abonniere meinen Kanal, damit du meine nächsten Videos auch nicht verpasst. Eure Elfenflüsterin Ariana.